Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Markus Moderne Welt. Ich habe mir heute den Patrick mitgenommen, weil wir holen jetzt gleich ein Auto ab. Mhm. Und jetzt kommen die ersten Probleme bei einem Elektroauto. Wir haben uns ein E-Up gekauft und der steht auf Reserve. Und der cool. Händler hat zu mir gesagt, ich soll ihn mit dem Schlepper abholen. Ich sag, ja, warum? Hat er nicht unrecht. Da sag ich, warum? Der sagt, er hat kein Ladekabel. Okay, hier in dem Kofferraum liegt ein Ladekabel, aber das ist irgendwie keins, wo du in die Schuko-Steckdose stecken kannst. Okay. So, und ich will jetzt aber auf volles Risiko gehen, weil was euch interessiert ist, tja, was machen denn jetzt Privatleute? Holen die sich direkt einen Abschlepper? Holen die sich einen Abschlepper, um ein Auto beim Autohändler abzuholen? Keine Ahnung. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich kann dir nur erzählen, wie es im Stau jetzt war. Zu Weihnachten sind die Teslas der Reihe nach mit dem Schleppwagen abgeschleppt worden. Genau. 5 Stunden Stau. Das habe ich auch von dir ja gehört. Und ich möchte jetzt gucken, ich gehe jetzt volles Risiko ein. Der Wagen hat noch so viel Strom, dass er startet. Ich meine, er steht auch knapp über Reserve. Okay. Und wir gucken mal, wo im nächsten Umkreis da eine Ladesäule ist, was man dafür machen muss, wo man sich dafür anmelden muss, wie lange das Ganze lädt, um wieder nach Dortmund zu kommen. Und wenn alle Stricke reißen und ich den Kaffee und die Geduld verliere, habe ich einen Patrick mit mir im Schleppwagen. Das heißt, wir fahren jetzt nach Herne und holen okay. das Auto ab. Hier übrigens ist das Auto, was ich gekauft habe, habe ich ganz normal bei mobile.de gesehen und fand es für einen Preisrahmen, ein E-Up unter 10.000 Euro schon mal sehr, sehr attraktiv. Absolut. Mit einer guten Ausstattung, mit guten passablen Kilometern. Und jetzt habe ich mir überlegt, das ist doch direkt mal was, was wir testen können. Was für eine Reichweite hat der? Was können wir mit dem Auto überhaupt alles machen? Aber jetzt erstmal dahin fahren. So, willkommen im VW-Up. Das sind übrigens meine ersten Berührungspunkte mit diesem Fahrzeug. Ich habe keinerlei Ahnung, wie sowas fährt, wie sowas lädt, wie sowas geladen wird. Viele Leute von euch haben nämlich Angst, was passiert, wenn so ein Auto länger steht, wie viele Kilometer komme ich, wie lange dauert das? Und genau das werden wir jetzt alles gemeinsam machen. Ich stecke jetzt hier den Schlüssel ins Zündschloss und schau mal, was ich jetzt so sehe. So, Zündung an. Eieiei. Naja, viel ist da nicht mehr drin, ne? Reichweite 13 Kilometer. Jetzt muss ich, glaube ich, nochmal starten. Eco-Driving-Mode. Fehlerrekuperation. Bordbuch. 12-Volt-Batterie. Schwach. Ich bin gespannt. Service jetzt. Wenn ich schon höre, Fehlerrekuperation jetzt. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, glaube ich. Patrick! Ja? Ich habe gerade den ersten Fehler hier im Display gesehen. Fehlerrekuperation. Das ist schon mal nicht gut, ne? Das ist kein gutes Zeichen. Es kann sein, dass der nicht mehr so viel Energie produzieren kann, dass er den dass es sich auszahlt, das in den Akku reinzuschieben. Ich würde sagen, wir haben jetzt gerade hier vorne eine Shell-Tankstelle gesehen. Ja. Soll ich da mal direkt hinfahren? Dann ja. muss ich mich wahrscheinlich direkt anmelden. Definitiv. Weil der Wagen wird wahrscheinlich nicht viel Geschwindigkeit fahren. Ich sehe 13 Kilometer Reichweite. Wir fahren mal zur Shell. Du fährst mir hinterher? Ja. Also alle elektrischen Bauteile funktionieren noch. Was haben wir hier? Fahrzeug, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige. Okay. Bei dem Händler stand das Auto jetzt übrigens, um mal Preise zu erwähnen. Das Auto war inseriert für 8.900 Euro nur an Gewerbetreibende. Also ihr als Privatleute hättet das gar nicht kaufen können, weil es nur für Gewerbetreibende ausgezettelt wurde. Letztendlich habe ich bezahlt 8.200 Euro, weil das Auto ein paar Mängel hat. Vorne an dem Gitter ist das rausgebrochen. Hier eine Macke, da eine Macke, die Tür an der Detsche, da oben am Dach sind Macken. Hat mich alles nicht weiter gestört. Und das Gute ist, der Preis 8.200 Euro, die wir bezahlt haben, enthält eine Mehrwertsteuer. Somit kostet dieser Wagen für mich als Gewerbetreibender netto 6.800 Euro. Und ich sag euch, das ist ja, glaube ich, ein Schnäppchen. Ich merke aber, Gas annehmen tut er jetzt so ganz normal, was ich bis jetzt merke. Die Bremse kratzt, höre ich ein bisschen. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was mache ich als Privatmann? Ich habe diesen Wagen jetzt gekauft mit einer Fehlerkontrollleuchte, glaube ich, Rekuperation. So, jetzt wollen wir mal gucken, was muss ich machen, um hier zu tanken? 100% Ökostrom, 300 kW Lader. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht, die 300 kW Lader. Ich hab keinen blassen Schimmer, wo ich jetzt hinfahren soll. Ich fahre jetzt einfach mal hier vor. CS1. So, Rückwärtsgang. So, muss ich mich jetzt bei der Shell anmelden? Ich habe keinen blassen Schimmer, weil ich weiß, ich habe hier noch so eine App. Ich fahre jetzt mal bis hier vor. So, Auto zu. So, jetzt müssen wir mal gucken, was können wir hier machen und wie muss ich mich hier anmelden. eBMW, oh, ich glaube, warte mal, das ist doch das, wo ich eine App hier zu habe. Ja, das ist diese App hier. Wo komme ich denn jetzt hier zurück? Anmelden. Oh ja, ich war doch hier angemeldet. Oh nein, jetzt fängt das erste Problem an. Ich habe ein neues Handy und ich bin hier gar nicht angemeldet. Nicht mehr, oder? Ach du Scheiße.
Das ist jetzt das, was alle Elektrofahrer abschreckt und die sagen, ja, weißt du was, jetzt gehe ich rein, tanke und bin fertig mit dem Turnier. Jetzt kann ich erstmal schauen, wie es hier weitergeht. So, Passwort vergessen rücke ich jetzt mal. Letzte Ladung 11 Euro. Da habe ich also mein Tesla mal geladen. Ja, vor Brilon war das, glaube ich. Richtig. So, jetzt geht's hier weiter. Start. Mit Ladekarte, mit App laden. Öffnen Sie den Lade-App und halten Sie den gewünschten Ladeanschluss an der App. So, ich glaube, die QR-Codes, die waren da, außen auf den Säulen drauf. Genau, das sind jetzt diese. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Was für ein Anschluss. Meinst du, das reicht nicht so weit? Ey, keine Ahnung. Na, ich glaube, der wird da nicht reingehen. Tankdecke, weil guck mal, der hat die Dose und der hat hier unten auch noch mal was. Also passt der Rüssel hier, der auf jeden Fall da rein, CCS2. Okay. Es hieß nämlich auch, dieses Auto hat eventuell einen CCS-Lader. Ah, okay. Ich weiß es nicht, aber wir werden es jetzt probieren. Aber der ist ja dann limitiert, weil ja nicht alle Anschlüsse ausgeführt sind. Das sieht man da jetzt sehr schön. Ne? Also man sieht, hat nicht alle Anschlüsse. Was muss ich denn jetzt machen? Laden unterwegs, Ladestation. Okay. Okay. So. Verbinden Sie die Ladestation und drücken Sie Start. Zack. Wo hast du jetzt Start gedrückt? Hier am Handy? Ich Start gedrückt. Prüfen Ihre Daten. Okay. Prüfung erfolgreich. Zack. Parameter werden ausgetauscht. Er sagt mir jetzt auch, wo ich hier bin. Okay. Zack. Also. Das hat schon mal gut geklappt, oder? Das muss man ehrlich gesagt sagen. Das Passwort war jetzt die schwierigste Hürde von dem Ganzen, ja, oder? Und jetzt guck mal, jetzt sehen wir mal, wie viel Kaffee er gerade lädt. Das ist ja vielleicht, glaube ich, für die ganzen Elektrofahrer jetzt sehr interessant. Wie viel ballert er da rein? Und vor allem, man sieht wirklich, der hat die Anzeige. Ja, er connectet sich jetzt mit dem Fahrzeug, ja, glaube ich. Aber da ist ja nichts mehr drin. Das ist ja, glaube ich, die Akku, der Akkukapazität. Ne? Ich habe keine Ahnung. Wir stehen jetzt hier an einem 300 kW-Lader und blockieren hier wahrscheinlich eine superschnelle Säule mit unserem Ding. Was kann der? Aber guck mal, das ist schon nicht schlecht, oder? Das ist schon nicht Hättest schlecht. Du gedacht, dass das so viel lädt? Also mit dem kleinen Akku hätte ich es nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das ist übrigens auch ein gutes Thema, dieses Auto. Ich habe jetzt ganz stolz ein E abgekauft. Juhu! Jetzt habe ich bemerkt, dass ich einen der ersten gekauft habe mit einem 18,3 Kilowatt Akku, heißt das. Ja. Jetzt habe ich gesehen, der Abmodelljahr 2020. Kilowattstunden, glaube ich. Kilowattstunden. Abmodelljahr 2020 haben die einen Akku mit 38, schlag mich tot. Den doppelten so großen Akku. Ja. Der hat aber nur den kleinen Akku. Ja. Jetzt frage ich mich, wo ist das Problem? Hat der keine Reichweite? Hat der keine. Was fährt der nur? Okay, also irgendwie schaut. Ja, da muss man vielleicht zeigen, wenn wir das da drücken. Nee, doch, ja, da zeigt das. Mit 46 kW lädt er da rein. Ladezustand 23%. Boah, das ist aber schon viel, oder? 24%. Ey, das geht schnell. Ja. Und das Auto, Achtung, jetzt sprechen wir über ein 10 Jahre altes Auto, ne? Ja. Also das finde ich jetzt schon nicht so schlecht. Und aber jetzt, ich glaube, vor 10 Jahren hat es so Infrastruktur noch nicht wirklich gegeben. Wie gesagt, heutzutage mit dem Fahrzeug jetzt könnten wir uns ja locker an einen 50 kW Lader stecken. Ja. Heute will ja keiner mehr einen 50 kW Lader haben, weil das ja viel zu langsam dauert. Ja. Die ganzen neuen Autos können ja hier, ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist ein Dacia Spring, nennt er sich. Ja. Und ich glaube, die können vielleicht ein bisschen mehr Strom einballern. Wir haben hier, das können wir ja auch auf der App wunderschön sehen, wir sind jetzt bei 28% Ladezustand, haben bis jetzt, oh, guck mal, 69 Cent verbraucht und haben, da unten steht die Zeit, die wir bis dato hatten. Ich bin mal gespannt, was das gleich kostet. Der Start der Blockiergebühr, was ist das? Was ist denn der Blockiergebühr? Ah, wenn der Ladevorgang fertig ist, das heißt, er müsste in fast knapp 4 Minuten müsste er fertig sein? Nee, wenn du das blockierst, wenn du nicht mehr weiterfahren kannst. Das ist ja das, was ich mache. Ich glaube, den ersten Fehler, den ich jetzt hier gerade mache, ist mit so einem kleinen Auto, was nichts laden kann, mich an einem Schnelllader hinzustellen mit 300 kW. Das musst du mal vielleicht echt sagen. Echt jetzt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Beschwerdegebühr bedeutet, wenn dein Akku so voll ist und du weiter diesen Platz blockierst, weil du jetzt zum Beispiel, wir müssen uns jetzt nicht aufhalten. Ich könnte die Auto jetzt auch zudrücken und wir gehen rüber nach Subaru, was ich hier gerade sehe, oder wir gehen uns rein und trinken uns einfach einen Kaffee. Ja. Wir stehen ja jetzt hier draußen und quasseln hier die ganze Zeit. Aber jeder E-Lader sitzt jetzt in seinem Auto, zum Beispiel wie der Herr gerade da drin, und sitzt in seinem Auto. Wir können uns jetzt auch einen Kaffee saufen gehen. Ja, aber okay, wir reden davon, wenn der Akku jetzt 80% voll wäre oder das Ladeziel erreicht hat und du kommst immer noch nicht hier und du hast Minuten den Platz nicht freigemacht, weil jemand anders kann ja jetzt nicht den Stecker rausziehen und sein da rein. Ja, das wäre aber auf der Zapfsäule genauso kacke. Na natürlich, wenn du einfach jetzt aufs Klo gehst oder. Aber macht ja keiner. Ja. Macht ja keiner in dem Falle.
Aber das ist halt das Problem. Aber ich bin jetzt gerade positiv überrascht, wie schnell er da und mit wie viel kW er da noch reinballert. Der ballert immer noch mit 38 kW da rein und wir haben schon 36% Ladestrom. Ja. Das ist schon nicht schlecht, oder? Das ist nicht schlecht, ja. Hättest du das gedacht? Nö. Ich auch nicht. So, wir können ja mal, wir machen jetzt die Kamera einfach mal aus, wir gucken uns ein bisschen um, wir gucken mal, wie lange wir gleich hier geladen haben, bis ich sage, das reicht jetzt erstmal und was das Ganze gleich gekostet hat. Ja. Jetzt fragt ihr euch, was macht man denn die ganze Zeit? Also normalerweise sitzt man, glaube ich, allein im Auto. Wir haben uns jetzt was zu trinken geholt, ja. Und gefühlt sind wir jetzt 10 Minuten? Bisschen mehr? Ich glaube nicht. Weniger? So, wir haben jetzt... Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. 69% Akku. Und wir haben noch, also die Strafzeit ist noch nicht da. Und wenn das die geschätzte Ladegesamtkosten sind, kann ich mir nicht vorstellen. Ist das 3 Stunden 47 oder 3 Minuten 47? 3 Minuten 47, glaube ich. Ja, aber dann müsste der Timer jetzt schon runterlaufen, oder? Ja, ja, aber noch laden wir ja rein. Wir sind ja jetzt bei knapp 70% Akkustand. Ah, okay. Ah, jetzt ist er runtergegangen. 71% Akkustand. Ey, der lädt echt schnell. Mhm. Also ich bin positiv überrascht, wie schnell so ein kleiner E-Up aus der alten Technik doch noch lädt, ne? Ja. Letztendlich sind wir ja alle 77, das wisst ihr ja. Aber das ist so meine moderne Welt und wir haben hier den Citroen AX. Ja. Den wollen wir ja im Winter eigentlich nicht fahren. Oder der fährt ja auch im Winter kaum was, weil die Heizung, bis die anspringt, bis der... Also wir kommen, glaube ich, 7 bis 10 Kilometer und dann war es schon Ende. Ja. Ne? Also von daher machen wir das mal im Sommer mal so einen Vergleich. Aber das sind jetzt mal so die ersten Eindrücke, wovor ihr Angst habt. Und jetzt merke ich gerade, meine Angst ist gerade komplett weggegangen, weil den hätten wir uns definitiv sparen können. Bis jetzt. Mit der Motor- oder mit der Fehlerkontrollleuchte wusste ich auch nicht. Also wie gesagt, ich glaube, dass das schon daran liegt, weil du so wenig Akkustand hast. Vielleicht wurde er auch nicht gefahren. Du weißt ja nicht, wann er das letzte Mal gefahren wurde. Das Auto hat 4 Vorbesitzer. 4? Das ist schon recht viel und die hatten den alle nur immer kurz irgendwie angemeldet. Ich glaube, die haben sich das vielleicht alle anders vorgestellt oder was auch immer. Möglich. Man weiß es nicht. Vielleicht ist das auch eine Fehlerkontrollleuchte gewesen, dass der einen Fehler hat mit dem Akku. Das weiß man ja nicht, weil das werde ich jetzt auf dem Rückweg sehen, ob ich bis überhaupt nach Dortmund komme, ob diese Rekuperationslampe überhaupt ausgeht. Ja, oder der Rekuperationsfehler. Wenn du jetzt nicht rekuperierst, müsste das also auf der Akkuleistung an sich nichts ausmachen. Nicht, ne? Macht's jetzt. Ja, zumal so ein Akku, würdest du sagen, dass der verschleißt? Ich weiß jetzt nicht, was da für Akkutechnologie drin ist, aber ich tippe mal nicht. Also nicht so stark wie die alten. Wir werden uns natürlich auch mit dem Auto ein bisschen belesen, was wir da alles noch machen müssen. Aber das sind jetzt so wirklich die allerersten Eindrücke seit dem Abholen. Und wie gesagt, ja, ich fahre selbst einen Tesla und der A8 ist ja ein Plug-in-Hybrid. Da kann man ja immer auf Benzin fahren. Das ist ja alles wie gewohnt. Aber jetzt seid ihr ja aufgeschmissen. Ich stelle mir ja, wie gesagt, vor, den hätte ein Privatmann gekauft und der Händler sagt, die holen sie mit dem Schlepper ab. Das kann ja nicht so anfangen, das Ganze, ne? Nö, eigentlich nicht. Aber es hat bis jetzt gut geklappt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hin und stoppen die ganze Geschichte. Nimmst du das mit? Ja. Weil wir brauchen ihn ja jetzt nicht vollladen. Das ist ja Quatsch. Willst du das nicht wirklich zulässt? Das ist 80%. Nee, aber guck mal, er schreibt jetzt hier gerade dringlich. 83% haben wir jetzt. So, warte, wir gucken mal, was wir jetzt hier machen müssen. Der lädt immer noch mit 27 kW. Das ist doch gut, ne? So, da steht die Ladedauer. Ja. Unfassbar, das finde ich nicht lang. Da, also 16 Minuten, das ist jetzt... Also so viel Lebenszeit haben wir jetzt nicht verschenkt hier, würde ich sagen. Wir haben hier nicht mal unsere Getränke aufgetrunken. Der hat insgesamt 10 Kilowattstunden geladen. Dann hat er was 62 Ampere, was heißt das? Das ist jetzt gerade der derzeitige Strom, der durchfließt durchs Kabel. Er lädt jetzt mit 61 Ampere. Ist das gut? Bei 415 Volt. Ist das viel, ist das wenig? Das ist schon relativ viel, oder? Für so ein älteres Auto nicht schlecht, ne? Das ist schon... Zu viel hat dein Hausanschluss nicht mal. Ah, okay. Und jetzt sieht man natürlich, dass der Lade, das was reingespeist wird, natürlich deutlich runter geht, weil wir natürlich auch schon bei 88% sind, ne? Ja. Komm, 90 geben wir ihm, oder? Bin mal gespannt, was das jetzt gekostet hat, ob das jetzt hier irgendwo gleich steht. Ich drücke jetzt hier auf Beenden, mal gucken, was dann passiert. Zack. So, ist Ruhe. Was sagt er mir jetzt? Kriege ich jetzt eine Gesamtrechnung? Danke. Ah, da ist die Ladekurve. Ladekabel von 18 Minuten. 18 Minuten haben wir jetzt hier geladen für 10 Kilowattstunden. Also ihr habt es jetzt gesehen. Bei Tesla ist irgendwo so ein Drücker irgendwo, wo du drauf drücken kannst. Machen wir das Auto auf und zu vielleicht. Ah, jetzt ist da die Birne ist aufgegangen. Okay. Ey, das habe ich schon mal gehört, dass so ein Ding nicht rausgegangen ist. Das habe ich schon mal gehört, dass das wohl ein Fehler sein kann. Also er zeigt auf jeden Fall an, dass hier was drin ist. Ich schließe den mal ab und mal wieder auf. Ist auf. Oh, jetzt habe ich aber Panik gekriegt. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt auf die Autobahn. Ich fahre jetzt nach Navi. Wir haben jetzt 90% Akku. Du fährst mir hinterher. Wegfahren dürfte ich dir eigentlich nicht mit dem Auto.
So, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel Akku wir jetzt haben. Fehler, Rekuperation, Bordbuch. Okay, vielleicht löst sich ja dieser Fehler noch. Das werden wir mal im Auge behalten. Hier unten kann ich Eco, Eco Plus einschalten oder das Ganze ausmachen. So, ich fahre jetzt im Power-Modus, im Driving-Modus normal los. So, Licht an. Und mal gucken, ob diese EV-Lampe jetzt ausgeht. Also aktuell geht sie nicht aus. So, ich habe die Heizung auf 22 Grad, stelle die auf Automatik. Und Klimaanlage brauchen wir nicht. An der Ampel links abbiegen auf Dorstener Straße. Was ich sehe, was er nicht macht, ist diese Rekuperation. Aber ich glaube, da muss ich auf B machen eigentlich. Hier unten habe ich einen D und einen B. Und bei B weiß ich, so war es beim Aldi Bus und sowas, dann hat der rekuperiert. Ich probiere das jetzt mal, ob er das jetzt macht. Dann bremst der Motor quasi. Als Elektrofahrer weiß man das schon. Wenn du vom Gas gehst, kannst du vorausschauender fahren. Dann segelt er nicht, sondern er bremst wirklich mit und lädt Energie wieder in den Motor zurück. So habe ich den Modus jetzt drin auf B. Was mir direkt auffällt, dieses Auto wird sofort warm von innen. Diese Klappen, wenn ich die aufmache, sind Warmluft. Hier kommt auch direkt warme Luft. Also hier drin ist es gleich angenehm warm. Eine Reichweite wird mir jetzt angezeigt von 88 Kilometer, sehe ich hier. Mit 90%igen Akku. Eine Reichweite bei dem Auto wird angegeben, glaube ich, nach WLP oder wie die WTF, keine Ahnung, schlag mich tot, angegeben mit 160 Kilometer. Und jetzt sehe ich, doch er geht in den Charge-Bereich rein. Und ich merke auch, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wenn ich vom Gas gehe, bremst der auch. Finde ich total angenehm. Habe ich bei meinem Tesla aufs Maximum gestellt und auch bei dem ID3 oder ID Bus, den ich gefahren bin, habe ich das auch so gefahren. Für Verbrennerfahrer ist das sehr, sehr unangenehm. Also sehr ungewohnt. Es ist einfach für mich wirklich traumhaft schön, so ein leises Auto zu fahren. Du bist total entspannt, kannst dich wirklich auf alles andere konzentrieren. Und was ich halt geil finde, habe ich auch schon oft gesagt, dieses stufenlose quasi Automatikgetriebe. Ich trete jetzt mal voll drauf. Hey, der geht gar nicht schlecht. Also für seine 82 PS, weiß ich, ob ihr das gesehen habt, beschleunigt er wirklich gut. Völlig ausreichend. Also hier, Leistung würde mir hier gar keine fehlen. Was mich halt noch stört, ist diese EV-Kontrollleuchte. Warum auch die immer leuchtet. Vielleicht ist das eine Einstellung, vielleicht ist das irgendein Fehler, der hier vorliegt. Vielleicht haben wir hier aber auch schon gleich einen technischen Defekt. Das Auto hat 46.000 Kilometer gelaufen. Das finde ich ist fast gar nichts. Also in 10 Jahren, für ein 10 Jahre altes Fahrzeug, ist das sehr, sehr, sehr wenig. Und was ich auch mit Patrick schon besprochen habe, so ein Ab, wofür ist der jetzt bei uns da? Das soll bei uns wirklich ein reiner Stadtflitzer sein. Also der ist nicht dafür da, dass wir damit jetzt demnächst nach Mutlu fahren oder größere Reisen machen, sondern der ist wirklich rein für den Stadtverkehr gedacht, dass man so ein bisschen von A nach B tingelt und durch unsere Dortmunder Straßen durch die Gegend fahren. Boah, geil. Den hat der Patrick auch gesehen. Guck mal, Alter, wahrscheinlich ein Post 32B. Geil. So, Tempo 90 macht der auch wirklich spielend. Und da braucht der hat hier keinen Drehzahlmesser, der hat so einen Energiezähler. Und was auch immer das ist, steht der jetzt gerade bei der 2. Und wir fahren mit 95. Und ich könnte, wenn ich ein bisschen vom Gas gehe, steht der bei 1. Hier darf man 100 fahren, wenn ich da mal beschleunige. Boah, Junge, der. Das ist schon nicht langsam. Das ist wirklich nicht langsam. Was mir aber direkt auffällt, die Reichweite schwindet recht schnell. Wir hatten ja gerade knapp 88 Kilometer, sehe ich. Und jetzt sehe ich, haben wir 78. Und 10 Kilometer bin ich definitiv noch nicht gefahren. Ich glaube, dass ihn das jetzt hier auch schon stresst, damit 100 km/h zu fahren. Jetzt haben wir freies Fliegen. Das heißt, ich will jetzt auch mal frei fliegen, was so ein Ding denn fährt. Das Vollgas, 120. 130. So, bei 135 ist Ende und jetzt ist mehr kommt nicht. Und dann geht der runter auf 2 wieder. Also völlig ausreichend. Das kann ich gleich ganz klar sagen. Das ist völlig ausreichend. Reichweite ging sofort runter auf 74 Kilometer. Mal gucken, ob wir sie wieder zurückbekommen, wenn wir jetzt langsam fahren. Ob wir auch Kilometer drauf fahren können, wenn wir jetzt sparsam fahren mit dem Auto. Ja, kriegen wir. 75 Kilometer Reichweite. Oh, ich glaube, dass der im Stadtverkehr im Sommer sehr sparsam sein wird. Oh, ich glaube auch, dass dem Björn dieses Auto gut gefallen würde. Weil der Björn hat ja ein, also unser Vermieter hat ein E-Smart
Der Smart ist aber nur ein Zweisitzer. Und er sagt, Mensch, ich bräuchte einen Kleinwagen, wo auch mal zur Not hinten welche sitzen könnten, aber nicht immer. Tja, und hier haben wir wirklich Platz für auf jeden Fall 4 Leute. Also eins kann ich jetzt schon mal sagen, ich bin jetzt schon positiv begeistert. Wirklich positiv überrascht, so wollte ich sagen. Wirklich, das ist ein ganz toller Stadtflitzer. Das Auto fährt wirklich angenehm. Du sitzt sehr gut hier drin. Ich finde die Sitze sehr bequem. Sitzheizung hat dieses Auto. Ich glaube, das ist natürlich auch eine besondere. Also ich glaube, dass das die Ausstattung von dem Auto schon sehr gut ist. Der hat ein großes Panoramadach, nennt sich das beim E-Up hier. Der hat Sitzheizung, Klima, Automatik. Hier oben dieses Navigationssystem. Und gleichzeitig seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr seht, den Reiserechner. Da kann man schon mal sehen, ich bin jetzt 30 Kilometer gefahren. Nee, 30 Kilometer bin ich jetzt seit Start gefahren. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 57 km/h. Ein Durchschnittsverbrauch von 17,8 Kilowattstunden. Und eine Fahrzeit von 32 Minuten. Ich habe jetzt noch eine Restreichweite von 48 Kilometer. Laut der, nennen wir es Tankanzeige oder Energieanzeige, ist es noch ein Stück über halb voll. Wobei ich gesehen habe, was ihm wirklich kostet, also wo er wirklich Energie braucht, habe ich hier auch an dem Verbrauch gesehen, ist auf jeden Fall über Tempo 100. Wenn du den über 100 km/h fährst, stehen da immer 25 Kilowattstunden, also 25 kW Verbrauch drauf. Und ich glaube, dafür ist er eigentlich auch nicht gemacht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Stand gucken, wir haben 2,1 Verbrauch. Wenn ich jetzt die Sitzheizung anmache, macht gar nicht viel aus. Machen wir Beifahrer auch nochmal an. Ne, bleibt bei 2,1. 2,2, ne, da geht er ein bisschen hoch. Also die Sitzheizung kosten ihn natürlich alle Strom. Genauso wie Wischer, Licht etc. Weil alles wird ja wahrscheinlich aus den Akkus genommen. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch eine eigene Batterie hat oder ob das wirklich nur die Akkus sind, wo alles drüber betrieben wird hier im Auto. Also wirklich, ich kann euch nur eins sagen, jeder, der sagt, Elektro ist für mich Schmutz, ich will das nicht und ich will das alles gar nicht. Hier geht es wirklich nur um das Fahrkonzept. Mir geht es hier um das Konzept, wovor man Angst hat. Wie weit komme ich? Was passiert zum Beispiel, wenn ich im Stau stehe und, und. Da muss man bestimmt noch was dran machen. Aber jeder, der so ein bisschen einen Hauch hat und sagt, naja, schon interessieren würde es mich schon. Ich kann euch nur eins sagen, leiht euch mal ein E-Auto, fahrt es mal beim Kumpel Probe, leiht euch vielleicht mal einen Abend aus. Und entweder habt ihr einen Hang dazu und findet dieses Antriebskonzept geil, oder ihr sagt, nee, das ist gar nicht meins und ich bleibe bei meinem Verbrenner. Ich habe gerade noch mit Martin gesprochen und der ist bei Volkswagen auch, ich glaube, Pressesprecher. Und der teilt, also mit dem telefoniere ich oft und ich teile dem meine Sympathie für Elektrofahrzeuge mit. Der weiß ja, dass ich unbedingt diesen Honda e haben möchte. Aber ich muss zugeben, der ist mir einfach zu teuer, wo ich Angst habe zu sagen, hey, ist der cool? Ich würde den gerne mal zeigen und mal fahren. Und der Björn hat den ja auch gesehen. Und für mich begeistert das einfach. Ich kann es wirklich nur jedem nahelegen, der sagt, naja, interessieren wird es mich schon. Ich glaube, so ein E-Up ist ein gutes Modell, wo man mal auf jeden Fall als kleinen City-Flitzer sich Gedanken zu machen kann. Und zum Thema Tesla zum Beispiel. Da wisst ihr ja, dieses Auto ist der ausschlaggebende Punkt, warum ich den Tesla habe, weil er Power hat. Weil er einfach richtig Power hat. 1020 PS direkt auf Schlag da. Und ich sag euch, ich bin noch kein Auto gefahren, was diesen Power bieten kann. Noch keins. Also kein legales Benzinstraßenauto, wo ich mir sagen könnte, das kann ich mir leisten. Also der Tesla ist da unübersiegbar oder unbesiegbar. Und dieses Auto fährt, ich bin mir ganz sicher, ganz toll morgens zur Arbeit, ohne dass ihr wollt einfach nichts im Kopf haben. Ihr wollt einfach fahren, keine Emotionen, ich will keinen Auspuff hören, sondern ich möchte möglichst stressfrei von A nach B. Und zum Beispiel so wie hier in Dortmund, hier steht ja an tausende Ampels, ich will mich nicht darauf achten, oh, muss ich hier die Gänge einlegen, schaltet meine Automatik, oh, jetzt fahre ich zu viel Stadtverkehr, wird mein Motor zu heiß, oder weiß der Teufel, was für Probleme. Hier gleitest, also es ist wirklich ein Gleiten, ich würde das ein Gleiten nennen. Was ich am begeisterten finde, du trittst hier voll drauf und dieses Ding, merkst du richtig, wie die Räder durchdrehen wollen und wie der losmarschiert. Also 210 Newtonmeter sind hier angegeben, die liegen hier auf jeden Fall an und ich glaube, dass dieses Auto oder dieser E-Up spritziger ist wie ein 60 PS-Up. Könnte man ja mal testen. Einen 75 PS-Up
Ah, da wird es, glaube ich, schwierig bis 100. Ich behaupte, da ist der 75 PS ab, doch mit der Gangschaltung, wenn ihr da ein bisschen durchsortiert, schneller auf 100 wie der hier. Ich glaube, der ist Werksangabe der erste Serie, wie wir sie haben, 12,5 Sekunden und die zweite Serie mit 61 Kilowattstunden, ich glaube, 11,9 Sekunden auf 100. Und ich glaube, so ein 75 PS ab, der wird bestimmt so um die 11 Sekunden liegen, würde ich jetzt tippen. Aber wir schauen mal einfach, was der auf 100 braucht. Und den GTI brauchen wir nicht drüber sprechen, den kriegst du damit nicht. Aber vielleicht gibt es ja auch E-Tuning hier. Das wäre auch mal ein Thema, wo ich mal gerne gucken würde. Gibt es hier E-Tuning? Kann man so ein Auto tunen? Weil ich würde mich das wagen. Wobei ich sagen muss, die Endgeschwindigkeit stört mich gar nicht, dass der nur 135 fährt. Mir wird es noch mehr gefallen, wenn ich hier aufs Gas trete und er wird noch mehr mit der... Also der ist schon schnell. Der ist wirklich schnell. Der dreht sich auch mit der Räder durch. Geiles Teil. Ja, wie gesagt, die EV-Lampe ist nicht aus. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ich fahre jetzt mal direkt in die Werkstatt rein und gucken mal, ob wir diesen Fehler beheben können. Oder ob wir da mal einen Fehlerauslese machen können, was er denn für ein Problem hat. So, jetzt sind wir erstmal hier angekommen. Wir haben noch 47 Kilometer Reichweite. Wir haben noch eine Zeigerbreite überhalb voll. Und wir sind 50 km/h im Durchschnitt gefahren, 47 Kilometer Reichweite und insgesamt 31 Kilometer zurückgelegt. Also passt das fast mit unserer Reichweitenanzeige. Das bedeutet, wir hatten 87, 88 Kilometer draufstehen. Wir haben jetzt noch 47. Naja, 10 Kilometer haben sich irgendwie in Luft aufgelöst. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt. So, jetzt gucken wir mal, was er für einen Fehler hat. Vielleicht geht der jetzt auch... Ne, also Driving Mode und wieder die Lampe ist wieder an. Fehler, Rekuperation, Bordbuch. Und Service jetzt, das können wir direkt auch mal löschen. Wir gucken mal, was wir hier mit dem Tester machen können. Guck mal, Jan, vielleicht kommst du hier, findest du den Diagnosestecker. Ich habe noch keine Ahnung, wo er ist, aber ich suche ihn mal. Übrigens, hier zeige ich euch jetzt mal die Macken. Hier ist was weggebrochen. Schon mal etwas. Ich brauche nur Strom. Oh. Ist das gleiche Motorabdeckung wie von 3-Zylinder? Ja, sieht so aus. Und jetzt sehe ich auch jetzt den ersten Unterschied. Der hat tatsächlich eine normale Batterie. Lampen, also das läuft alles, meinst du, über die normale Batterie? Was mich mal interessieren würde, kann man so ein Auto wohl umbauen auf Benzinmotor wieder? Also sind die Halterungen alle gleich wie bei Benziner? Ich könnte den Ab-GTI von meinem Heimvermieter mal mitbringen, dann können wir das gegenprüfen. Ja, könntest du machen, dann kannst du mir die Felgen von mitbringen. Und die Innenausstattung vielleicht. Ich bin mal gespannt, es steht Fehler Bordbuch. Vielleicht sollte man das Bordbuch auch mal lesen. Ich habe keine blassen Ahnung. Haben wir mal geguckt, ob der Wagen ein Bordbuch... Guck mal, in der Tür müsste ein Bordbuch sein. Dienstanleitung, Serviceplan, Radio. Wie heißt der Fehler? Fehler, Rekuperation, Bordbuch lesen. Oh. So, und da sind nämlich so kleine... Oh, okay, so sehen die... Das sind die, die du mittlerweile messen musst. Weil ich kenne das, wenn hier so eine Sicherung kaputt geht, dann habt ihr nämlich auch so Fehler, wo ihr auf einmal denkt, was funktioniert nicht. So, ne, er zeigt mir so eine Kontrollleuchte im Display. Da wird im Display des Kombi-Instruments Anzeige angezeigt, Abbildung 101b. Wo haben wir die? Das wird nicht angezeigt, ne? Nein. Da ist so ein Ausrufezeichen auf jeden Fall irgendwas. Bin jetzt echt mal gespannt, weil was ich mir auch vorstellen kann, wenn die 12-Volt-Batterie schwach ist, vielleicht hat der einfach nur einen 12-Volt-Batterie-Stromfehler. Gibt es ja auch ganz oft bei Fahrzeugen, wenn die Hauptbatterie kaputt ist oder wenn die Batterie mal leer war hier vorne, dass der dann zum Beispiel Airbag-Fehler hat. Hat man bestimmt ganz oft gesehen. Bei vielen Autos machst du die Batterie ab, wieder dran ist der Fehler weg. In dem Falle hier bleibt der ja noch drin. Das ist geil. 165, 15. Was würdest du von Haus aus so im alten Fachbereich Kfz-Handel an Reifendruck empfehlen? Für so einen Reifen? 1,8. 2,8. Ja. Emissionen, sparsam, wir wollen ja auch weit fahren. Das wird übrigens auf dem Kanal hier auch gezeigt. Ihr könnt euch sicher sein, dass diese Sichelrappeldinger da runterkommen. Da kommen irgendwelche wilden Räder drauf mit ordentlichen 195er oder 205er Schlappen, dass das Ding auch mal ordentlich Energie braucht und unsere Reichweite ordentlich sinkt. So, Jan, was hast du herausgefunden? Ich habe hier gerade leider keinen Kilometerstand. Bei Kilometerstand 46,486. Motor im Bremsdruckspeicher für Rekuperation. Unplausibles Signal, Warnleuchte ein, Fehler sporadisch, aktuell bestätigt. Also aktuell hat er ihn. Lösch den mal. Ich guck gerade, wir haben hier eine ganze Reihe an Fehlern. Lösch mal einfach alle Fehler. Und hier war noch einer im Batteriemanagementsystem, da wollte ich noch eben hin. Ja, das ist das Problem, was ihr auch angezeigt habt beim ersten Start. Ich glaube, das habe ich sogar auf Video. 12 Volt Batterie schwach, stand da. Ja. Startgerät, Startverhinderung aktiviert aufgrund von Unterspannung.
Wäre der Fehler dann dazu. Also das, das so, scheint jetzt also... Jetzt habe ich Hochvolt-Batteriemanagement. 14 Volt Versorgungsspannung, Kurzschluss nach Masse, sporadisch unbetätigt, Unterspannung 8,9 Volt. Mhm. Das heißt, die Batterie war einfach leer. Ja, okay. So, alle da würde ich aber jetzt den Fehler jetzt auch mal draufschieben. Da. Ich das lösche jetzt einfach mal. Ja, lösch mal alle. Weil es war auch nur sporadisch und auch nur ein Kommunikationsfehler. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass einfach nur die Batterie leer war, weil der Wagen nicht in Betriebnahme war, also weil er nicht einfach genutzt wurde. So, jetzt dauert es kurz und dann fragt er nochmal ab. In der Telematik bleibt ein Fehler. Mal gucken, was das ist. Steuergerät, Startverhinderung deaktiviert. Ist ja eigentlich gut. Hab ich echt gesagt noch nie gehört. Ist aber gut. Wenn die Startverhinderung deaktiviert ist, dann ist sie. dann darfst du, kannst du starten. Dann, ja, deswegen. Aber es ist halt für mich. Tut jetzt mir mal gefallen, setz mal rein und mach mal den ganz normalen Startvorgang, als ob du, also quasi jetzt wie ein Schlüssel umdrehen, als ob du das Motor startest. Zum Starten bleibst du drin. Fahrzeugsystem ist nach. Was? Ist noch fahrbereit. Ah, weil die Motorhaube auf ist, meckert er bestimmt auch. Fahrzeug ist noch fahrbereit, ist auch schön. Ready? Nee, das sieht alles gut aus, ne? Das jetzt ist alle Lampen aus. Ja. Das kontrolliere ich gleich mal, auf jeden Fall. Ah, okay, aber er meckert sofort, weil Haube offen ist. In P stellen. Ja. Okay, dann gucken wir mal gleich, ob der Fehler weg ist. Ach. Kannst du auch Service löschen? Weil den machen wir jetzt eh. Was hast du da? Was sagst du da? Nix. Löschen wir kein, machen wir keinen Service? Oh ja. Da kommt alles neu, ne? Ja, Zündkerzen. Ja, Fahrwerk. Fahrwerk ist schon angeschlagen bei 46.000, habe ich das Gefühl. Die Felgen schon auch scheiße. Ja, die Felgen, das ist lebensgefährlich. Man muss mal aufpassen. Ich glaube, die haben angeschlagen, die Felgen hier. Das sind übrigens auch Schäden, warum das Fahrzeug günstiger angeboten wurde. Und es ist natürlich gefährlich, jetzt mit diesen Felgen noch zu fahren. Fahrwerk habe ich bestimmt auch einen Schaden genommen hinten links. Also ich muss mal gucken, dass wir Fahrwerk und Felgen schon mal was organisieren. Was sagt ihr denn jetzt? Eins muss ich ja sagen. Wie findest du das vorne mit dem Licht? Dass ihr das Tagfahrlicht eines E-Ups. Ja, aber es finde ich noch normaler, als wenn du da quer da irgendwie solche Streifen durch hast. Weil das haben viele moderne Fahrzeuge jetzt. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wollen, wir wollen den aber sportlicher haben, dann müssten wir das E-Zeug wegmachen. Darf ich es wegmachen? Ja, dann gibt's, ich glaube, bei den ganzen anderen hast du hier zum Beispiel ein Tagfahrlicht drin. Aber dann würde ich ein bisschen Nebel oder so. Ich finde Nebelschein ja strahlensportlich. Ja klar, wir blenden jetzt bei ihm eine Up-GTI-Front ein und ich weiß, das kann man ja alles umbauen. Julian, wie findest du das hier mit diesen Lampen da vorne? Ich finde, warum muss man das immer alles so kennzeichnen, dass das elektrisch ist hier unten? Naja, ich glaube, das hat irgendwas mit einem Art Wiedererkennungswert zu tun vielleicht oder so. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, bei mir wieder Wiedererkennungswert, indem wir eine Up-GTI-Schürze dran machen. Die fände ich geil. Ja. Das ist ja auch ein Wiedererkennungswert. Warum muss man, wenn man Elektro fährt, warum muss das alles so schnöde sein? Das Auto an sich? Was sagst du denn so generell zu diesen Ups? An und für sich ist es ein cooler Stadtflitzer eigentlich, ne? Also ja, finde ich. Für die Stadt ist das absolut ausreichend. Was ich jetzt nur sehr krass, also sehe ich gerade auch zum ersten Mal Viertürer. Ich habe einen Up noch nie als Viertürer gesehen. Die E-Ups gibt es nur als Viertürer leider. Also mich persönlich stört es nicht, wobei das Auto ein bisschen... Stören tut es mir auch nicht, aber es sieht halt irgendwie so mit diesem Huckel da. Das sieht, aus. Genau, das, der Dreitürer sieht eindeutig etwas sportlicher aus. Genau, sportlich. Also man muss ja sagen, für einen Kleinstwagen, gut, ich bin jetzt vielleicht nicht der Kleinste, darf ich das mal geben? Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt reinpasse. Passt doch. Geht. Wir brauchen auf jeden Fall ein Fahrwerk. Wieso? Hier wird man sicher, wenn du einsteigst. Oh, das Fahrwerk hat gelitten. Das muss neu. Bleibt es normal, dass man jetzt bei den Fahrzeugen die Idee übereinstimmungsbestimmung? Immer, du hast ja. Immer COC-Papiere. Ja. Schön, okay. Dass die da sind. Ja, weil die kosten viel Geld. Ja, die musste ich von meinem Mini musste ich die organisieren, als ich damals deutsche Papiere gemacht habe. Hierher bin, ja. So, und das nächste, was wir noch machen müssen, hier müssen wir mal mit dem Kunststoffhammer vorhauen und die Kante wieder zurückdengeln. Das kriegen wir doch bestimmt mal eben hin, Julia. Ne? Willst du mit dem Kunststoffhammer oder willst du es mit der Hand ziehen? Ich würde es fast mal lieber mit der Hand ziehen. Na, ein bisschen mehr noch. Das ist auch eine weiche Tür, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich hier, wo man vorgehauen. Hey, ha? Guckt euch das an. Im Daumen liegt die Kraft. Kofferraum haben wir. Getriebewechsel ist fertig. Getriebewechsel? Elektromotor an Differential. Okay, das heißt also, wir werden mal mit Liqui Moly telefonieren. Was wir da für Öle benutzen müssen, was für Getriebeöle. Ja, Differentialöle scheint uns. Differentialöle. Da machen wir jetzt natürlich kleine Inspektionen. Aber an sich haben wir jetzt erstmal einen E-Up. Da muss ich mal gucken, was wir für Ladekabel brauchen. Weil hier haben wir, das ist fürs Auto. Ich glaube, das nennt sich
Ich weiß gar nicht, wie man den lädt, aber ich habe hier keine Schuko-Dose bei. So, wer von euch möchte mal eh abfahren? Du möchtest eh abfahren? Ich möchte eh abfahren. Sehr gut. Dann hocke ich mich jetzt auf den Beifahrersitz und wir gucken, ob alle Kontrollleuchten aus sind. So. Hui, der Sitz geht mal weit nach hinten. Bei diesen kleinen Autos immer. Hast du noch diese ersten Renault Twingos? Ja. Ja, da hast du auch extrem viel Sitzplatz gehabt. So, jetzt einfach anstarten. Wieder? Das war's schon. Okay. Licht an. Geil, mit PDC hinten sogar. Oh, ich sehe schon, alle Kontrollleuchten aus und die Servicelampe ist auch aus. So, jetzt hast du zwei Fahrstufen. Einmal hast du hier dieses Drive und B, ne? B ist dieses mit Rekuperieren. Und dann kann man sich, glaube ich, auch noch aussuchen, wie welche die Stufe, ne? Ich glaube, das habe ich noch nicht so genau geguckt, aber du hast jetzt auf B. Da ist schon wieder. Ah, guck mal, er macht schon wieder den Fehler. Mhm. Ah, das ist kein gutes Zeichen, ne? Nö. Da haben wir dann schon mal ein Problem. Aber das haben wir, wissen wir ja schon mal, dass der Fehler auf jeden Fall wieder da. Er ließ sich löschen, aber ist wieder da. Das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Der hat jetzt den halben Akku fast schon gefressen. In der kurzen Fahrzeit? Der war aber 88%. Also der war halt, der war nicht vollgeladen. Ja. Also knapp über drei Viertel war. Ja, knapp über drei Viertel, genau. Aber man muss dazu sagen, ich habe gesehen, was ihm nicht gut tut. Alles über 100 Kilometer pro Stunde, da saugt er richtig Akku. Und so Gasstöße fahren. Du bist zum Beispiel, merke ich, ein schlechter Elektrofahrer, weil du immer so Stöße gibst. Das brauchst du bei ihm ja gar nicht, sondern der kannst du ja einfach gleiten lassen. Mich nervt natürlich jetzt dieser Fehler. Das ärgert mich jetzt doch schon ein bisschen, was das Ganze auf sich haben könnte. In der Zeit, das Video läuft, wir haben ja gesagt, bei dem Kanal ist das so, dass wir natürlich auch gerne Feedback von euch hätten. Hoffe ich, dass wir den Fehler schon gefunden haben. Mhm. Aber das sollte ja kein Problem sein. Da müssten wir halt mal gucken, dass wir bei Volkswagen mal jetzt einen Termin machen und vielleicht mal in die Werkstatt damit fahren. Ja. Und was sowas kosten würde. Wüsste auch nicht, was das sonst hier sein könnte. Aber was ich zum Beispiel sehr positiv an dem Auto finde, ist, dass du Knöpfe hast. Ja, aber das hat sich ja beim E-Up nie geändert. Das ist ja halt... Das? Also nicht dieses zum Schieben und zum Touch drum. Nein, ich glaube, so? Der E-Up ist immer simpel gehalten. Okay. Aber der Up ist ja halt, das hatte ich ja gerade gesagt, der Up ist natürlich jetzt auch ein Fahrzeug, den es ja auch als Benzinmotor gibt. Ja. Diese ganze Volkswagen ID-Reihe oder ein Tesla, da ist ja alles irgendwie mit irgendwelchen Bildschirmen und irgendwelchen Monitoren. Ja. Dieses Auto ist halt einfach, auf Deutsch gesagt, simpel gehalten. Es ist halt alles möglichst simpel und einfach. Ich persönlich finde das auch besser. Ja. Du auch? Ja. Aber es gibt Leute auch, dass wir auch akzeptieren müssen, die das scheiße finden und sagen, das ist alt, so will ich das nicht. Ja, aber beim ID oder beim ID 3 oder beim ID Bus hat man ja gesehen, wenn du im Finstern, also im Dunklen, weißt du nicht, wo du hindrückst. Das stimmt. Du siehst es nicht. Da kann es haptisch noch so schön aufbereitet sein, wenn du es nicht siehst, das ist das Problem. Für mich ist das absolut modern hier, was ich gerade sehe. Ja, das. Das Auto ist über 10 Jahre alt und wenn du das heute einem, der sich einen Neuwagen kauft, das zeigst, der sagt sich, nee, das will ich aber nicht. Das sieht mir ja, das sieht ja aus wie von einem Oldtimer. Ja, ist so. Also es gibt so viele Leute, die das entweder gut finden und sagen, ey, das finde ich geil, aber ich gebe dir recht, vom Handling, vom Verstehen her, für uns ist das absolut geil. Weil ich weiß, aha, das ist die heizbare Heckscheibe. Ja. Aha, das ist die heizbare Frontscheibe. Übrigens ein geiles Extra. Hier habe ich die Warmlegelage, hier mache ich meine Sitzheizung an und hier muss ich nicht irgendwie schieben. Hier drehe ich mein Radio lauter und leiser. Weißt du, wie sich das gehört? Und beim ID3, glaube ich, beim ID-Bus musst du irgendwas schieben oder irgendwas hier in so einem Monitor rumwühlen. In deiner Mitte hast du zwei so Knöpfe, die du nicht siehst, was du da drückst, zum lauter leiser machen. Also ja. Ich finde es sehr angenehm. Das Ganze finde ich ja. Du sagst ja auch, für die Stadtverkehr ist so ein Flitzer echt gut, ne? Stadt ist sowas echt. Okay. Mich würde mal interessieren, was wir alles natürlich nochmal auf Langzeiten machen müssen, ist, wie lange lädt der auf 3 kW, sprich auf Schuko-Steckdose? Ja. Aber ich habe gehört, dass der nach 8 Stunden voll sein soll. Aber haut ja ungefähr hin, ne? Wenn er einen 18 kW Akku hat. Ja, haut hin. So, und mit 11 kW lädt der wohl in 4 Stunden. Könnte ja auch eigentlich kürzer sein. Und das, wir haben ja gerade gesehen, mit so einem Schnelllader, das ist ja krass. Übrigens, da brauchen wir ja noch eine Information, was wir bezahlt haben. Ne? Ladehistorie Herner Straße, da haben wir es. 5,28 Euro habe ich bezahlt für das Ganze. Das ist okay. Für 5 Euro kann man nicht meckern. Also das sind, sagen wir mal, 90 Kilometer, 88 Kilometer, 5 Fünfer. Vor allem für das, was der jetzt gekostet hat. Das Fahrzeug jetzt an sich. Ja. Ich sag's mal so, das ist, man sagt ja halt immer, diese Fahrzeugkategorie unter 10.000 Euro ist halt immer die, wo man sagt, Einsteigerfahrzeug oder das, was man sich halt leistet.
Das ist kein großer Luxus oder so, aber ist okay. Dafür ist es jetzt echt Wahnsinn. Und du fährst günstig. Was ist denn so dein erster Eindruck vom Fahren her? Er fährt sich wie ein kleiner Kleinwagen, also wie der Polo. Aber du fährst viel, viel straffer. Straffer? Vom Fahrwerk ist er straffer als der Polo. Warte mal ab. Aber du fährst den aber auf D, ne? Sehe ich gerade. Mhm. Warum fährst du den nicht auf B? Weil die Rekuperation sowieso nicht funktioniert. Doch, das funktioniert trotzdem. Echt? Aber ich finde, ich mag das zum Beispiel, dass man die Bremse nicht so benutzen muss. Aber ich habe schon gespürt beim Bremsen vorher, dass die schon Rostansätze hat. Ja, aber jetzt merkst du, wenn du vom Gas gehst, rekuperiert er ja, ne? Ja. Und ich finde das perfekt. Aber da gewöhnt man sich dran. Für dich ist das jetzt doch ungewohnt, ne? Ja, bei meinem X habe ich mich auch dran gewöhnt. Ich wollte gerade sagen, man gewöhnt sich ja an sowas. So, wir haben jetzt übrigens noch mit ein bisschen Rumfahrerei immer noch 42 Kilometer Reichweite. Und wir fahren natürlich hier jetzt im absoluten Dortmunder Stadtverkehr durch die Gegend und zur wirklich vollen Zeit. Suchen uns natürlich hier immer dann für Probefahrten halt einfach entweder schlechtes Wetter oder voll aus. Der fällt gut, ne? Ja, ja. Es sind jetzt zwei Leute drin. Was meinst du mit eigentlich drei? Naja, ich habe ein bisschen zu mehr als 75 Kilo und du... Sind 75 Kilo wirklich die Norm jetzt? 75 Kilo ist ein Normmensch. Ich glaube nicht, dass der Benziner, der kleine Benziner viel stärker ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Und der geht ich auch die ist eine andere Liga. Genau, aber mit 75 PS ab wird es glaube ich schon eng hier. Aber hier sieht man eindeutig wirklich mal, ich zeige jetzt mal gleich den Verbrauch, dass man mal den momentanen Verbrauch so ein bisschen sieht. Minus, ja, oh, jetzt lädt der Kapazität rein. Ah, okay. Wenn man auf die Bremse nur leicht tippt, rekuperiert er wirklich mehr. Aber jetzt seht ihr, es geht hier bis auf 70 hoch und der Patrick hat überhaupt kein Gas gegeben. Das war jetzt wirklich streicheln, ne? Und wenn du voll reintrittst, geht das Ding schon, finde ich, ganz gut vorwärts. Also ja, für so ein sogar bergauf. 99,9. Ja, wahrscheinlich geht die Anzeige nicht weiter rauf. Aber das fährt gut, ne? Ja. Also für dich, der Österreich zu fahren, wäre das, glaube ich, nichts. Nein, da hört sich der Spaß auf. Das kannst du mit so einem Auto auch vergessen. Dafür ist der aber auch, glaube ich, nicht gemacht worden. Das als Stadtflitzer und das hat auch Zukunft in meinen Augen. Also diese verkauft, also das Auto, das mir das gekauft hat, würdest du sogar befürworten? Absolut. Mein Tesla? Nein. Okay. Aber der Power vom Tesla ist trotzdem schon interessant, ne? Die Power vom Tesla ist das war, was ich sage, okay, da kann man sich so ein Auto drum kaufen. Aber alles andere ist für dich... Umwelt oder... das hat nichts mit Umwelt oder sonst was zu tun. Das ist einfach nur... Naja, ich verstehe, was du meinst. Da wollte man zeigen, was technisch machbar und möglich ist. Und bei dem Auto hier sagst du, da siehst du den Aspekt hier wirklich, dass das für den Stadtverkehr auch Sinn macht. Es ist leise, es ist sparsam und der Akku ist auch nicht so unwahrscheinlich riesengroß und schwer, dass man jetzt sagen kann, okay, was wiegt der überhaupt? 1200 Kilo. Das ist okay. Da kann man auch als Petrolhead oder Benzinfreak oder Dieselfreak auch nicht sagen, okay, das hat in der Stadt keinen Sinn. Da gibt es kein Argument mehr, was man dem entgegenbringen könnte. Verstehe. Weißt du, was ich meine? Ich finde es schade, dass diese Autos von außen so anders gestylt werden, dass die halt nicht so aussehen wie ein normaler Up, sondern dass dieses Elektro irgendwie noch speziell mit Licht und so ein bisschen Farbgebung irgendwie verändert wird. Ist es nicht sogar für ein bisschen Pflicht, glaube ich, dass man dieses E von außen erkennen muss? Keine Ahnung. Designtechnisch? Das könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, aber das wäre mir zum Beispiel neu. Warum muss so ein Auto so E-Kennzeichnung so Licht unten haben oder so eine Lichtleiste oder weiß der Teufel was? Also ich habe mich noch, wie ich mich damals in Österreich schlau gemacht habe, war definitiv eine Bedingung, man muss das Auto von außen als E-Auto erkennen können. Da reicht nicht die grüne Nummern, das grüne Nummernschild, das man in Österreich bekommt. Man muss es deutlich erkennen. Interessantes Thema. Schreibt mal, ob ihr, also das wäre mir auch neu. Ich bin mal gespannt, was ihr jetzt schreibt, ob das stimmt, dass das für Deutschland hier auch gilt. So, ich würde jetzt sagen, wir fahren mal zurück in die Firma, lesen nochmal Fehler aus, um zu gucken, was er hier für ein Problemchen hat. Das würde mich ja jetzt doch schon interessieren. Aber vom Fahren merkt man das Problem nicht. Ne? Er scheint alles zu machen, was er soll.
Aber könnte sowas nicht auch eine Sicherung sein, ja, ne? Theoretisch, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier schon irgendwelche größeren Schäden vorliegen. Motor im Bremsdruckspeicher für Rekuperation. Unplausibles Signal. Also unplausibles Signal, sagt er uns. Hochvoltbatteriemanagement ist in Ordnung. Ja, also hier haben wir noch einen kleinen Fehler. Ich würde sagen, wir googeln jetzt den Fehler. So gehen wir nämlich, glaube ich, gerade vor, ne, Patrick? Ja. Wir googeln uns den Fehler, werden ihn mit Sicherheit auch beseitigen und wir würden sagen, wir sehen uns im nächsten Video zum Thema VW Up E wieder. Wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was ich machen soll, was ich tun soll, schreibt sie unten jetzt mal in die Kommentare rein. Dann werde ich mich darum natürlich im nächsten Video drum kümmern. Und wir kümmern uns in der Zwischenzeit mal ein bisschen um die Optik des Autos. Weil wie gesagt, Fahrwerk hinten habt ihr gesehen, stark ausgeschlagen, Felge stark angeschlagen. Muss natürlich alles neu gemacht werden. Dient allein zur Sicherheit. Also bis zum nächsten Video. Ciao.